Jetzt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Portal 2 Together mit Katan. Hallo. Und wir haben uns hier jetzt wieder eine Testkamera rausgesucht mit dem Namen It Takes Two. Ja. Sind wir mal gespannt. Das ist sehr treffend, würde ich Oh. sagen. Oh. Ich stelle mich mal auf den Schalter da So. unten. Ah, dann kann ich wieder Ah, ja, ausmachen. dann kann ich jetzt nur. Ah, dann ist. Oh. Ich wollte gerade durchlaufen, weil Gut. es weg war, dann bist du scheinbar irgendwie über den Schalter weitergelaufen. Ich wollte gerade gucken, wo ich hier das. Ach, da war das Ich zweite habe gerade irgendwie Tab Fenster. vergessen. Ja, das habe ich nämlich gerade gesucht, wo ich das nochmal machen kann. Und dann bin ich aus Versehen vom Okay. Schalter runtergehopst. Wo bist du denn Keine jetzt? Ahnung, gute Frage, wo ich jetzt bin. Ich kann hier auch. Ach, ich Bist kann du hier ein schon an mir Portal machen, vorbei? warte mal. Ah, ich kann da hoch. Ah, ich kann den Knopf drücken. Falsche Bist Taste. du? Dieser Knopf bringt mir jetzt was? Oh, Ach, hier ist Supersteine. bei mir jetzt eine Leiter Ja. entstanden. Hier, hallo. Hi. Hi. Wie war Hi. das? Hi. Hi. Oh, Oh, ich er ist sehe auf Zeit, schon. oder wie? Ups. Ja, aber ist alles gut. Ich bin Wie schon, ich immer F wo ich. drücke, statt E, das ist furchtbar, wenn ich da in letzter Zeit Huh? Arc-Age aktiver spiele und dann eben deswegen immer die falsche Taste drücke. Ach, du machst den Ja, aber Wirbel. der ist immer nur zeitbegrenzt hier. Ja, ach, Die komm. Frage ist auch. Die Frage ist auch, ich habe jetzt hier unten den. Oh, das wollte ich noch gar Halten nicht. kannst du. Ich habe da Halten. jetzt unten den Laser. Ich habe auch den Cube. Okay. Aber Da. gut, ich könnte hier Portale Könntest auch da hinmachen. oben ein Portal machen. Ja, genau, das Und könnte auch. da. Genau, oder da. Oder halt hier. Ja. Aber da Und eins, dass der eins muss ja auf Laser jeden da Fall. durch den Gang zurückgeht, vielleicht bringt das ja irgendwas. Nee, scheint nicht so. Du müsstest theoretisch Nee. bei mir Portale machen können, aber wie soll das gehen? Ja, vor allem, was sollte das bei mir bringen, da jetzt die Portale zu machen? Oh, warte, das noch. Was ist da noch? Ah, da ist noch. Ne, das ist der Wirbel da unten. Ja, aber da ist auch noch ein Portal. Eine Ja, dann mach Portalfläche. deine Portalfläche Siehst du da, das? dann kannst du mal da runter gucken. Und kannst direkt wieder hochlaufen. Ja, die andere unten. Also die gelbe Ups. unten. Dann kannst du dich da mal umgucken und nachgucken. Ja, da ist nur der Wirbel, Wirbel. okay. Ach so, du kannst mir den Laser rüberlenken. Mach mal da ein Portal, dass der Laser rauskommt, ein rotes. Und dann nimmst du dir den Würfel und lenkst mir den Laser rüber. Deckung. Ja, genau, einfach den Laser rüberlenken. Ah Und dann ja. kann ich den hier irgendwie zurücklenken und muss das Teil treffen. Ein Stück rüber. Kannst du den einfach fallen lassen? Müsste eigentlich gehen. Lass den mal Ups, fallen. oder? Und dann kannst du Richtung die Dinger gucken, ob ich jetzt irgendwo treffe. Okay, einen habe ich getroffen. Oh, jetzt haben wir da so einen Doppelstrahl. Wo haben wir einen Doppelstrahl? Siehst du das? Hier, wenn du bei mir durchguckst. Siehst Ja, du? ich habe den da oben reingelenkt. Du hast ihn zu mir rüber gelenkt und ich habe ihn durch mein Portal oben reingelenkt. Aber wieso haben wir denn jetzt. Ich muss wahrscheinlich. Guck mal zu Muss ich den das eben. Flächen oben. Ich muss wahrscheinlich die richtige treffen. Achso, die da. Ah, die gehen Ach, die gehen einzeln einzeln hoch. hoch. Oh. Ja, jetzt Okay. ist nur eine hier oben. Also sprich, man müsste ja theoretisch das alles so im Ja, man Zickzack-mäßig müsste dann machen, vor oder? allem timen. Oh. Aber die Frage ist erstmal, wie kommst du dann da oben hin? Ach so, mit dem Wirbel. Mit dem Wirbel. Eine Mit dem Wirbel. Wirbel. Das heißt, Genau. ich mache Also wir jetzt müssen erstmal die erstmal. ganz da drüben, bevor ich dich hochlasse. So. Und jetzt Genau. mache ich dir den Wirbel. Ach! Jedes Mal dasselbe Mist. Ach so, du donnerst dann dagegen. Ich wollte gerade sagen, ich donner dagegen. Ja, warte, ich mache dir gleich wieder den Wirbel. Irgendwie. Ach so, Nee, ja, warte, ich okay. muss. Ach Ja, so. nee, passt schon. Oh, den wollte ich gar nicht aufnehmen. Also Nein! den gelben da unten machen, das gelbe Portal wieder und dann müssen wir mal schauen. Ja. Och nö, das ist schon wieder so eine Timing-Scheiße. Man kennt ja unser Timing können hier. Ja, und vor allem, weißt du,
unsere letzten Portal-Aufnahmen sind schon etwas her und... Ja, und dann gleich sowas. Dann haben wir jetzt... So, genau, also da reintreffen wollte ich es eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich hier hin. Ach komm, wieso mache ich es eigentlich nicht anders? Was ist denn so? Ich könnte doch das Portal hier lassen, dass es trifft und dann das andere unten einfach machen. Du musst dann theoretisch... Ach, komm. Erst den Wirbel und dann, genau, wenn ich dann... Geht doch. Genau, ich gehe. Bist du oben? Okay, ja, ja, ja. Verdammt. Wir machen einfach nochmal, passt schon. Ja, okay. Du gibst Bescheid? Okay, ja. Passt. Okay, jetzt müssen wir timen. Dann, genau, dann muss ich schnell rüberlaufen. Ich muss erstmal gucken, dass ich dann treffe. Ja. Das ist ja auch noch das Problem. Das wird großartig. Wie habe ich denn den geschossen? Da. Das heißt, vielleicht gehe ich einfach zwei rüber, also hier rein. Ich wollte gerade sagen, vielleicht entweder zwei oder also ein rüber. Ich gehe vielleicht auf den hier jetzt, den hier. Ja, ich bin gerade im Überlegen. Entweder, das ist doch eine Quadratgröße dazwischen. Ja, warte. Ja, probieren's. Wo habe ich denn das Ding? Oh Gott. Du springst da einfach rüber. Okay. Ich habe mich getroffen. Ich habe es zu niedrig gesetzt. Scheiße. Egal, ich mache dir einfach wieder den Wirbel. Ach. Ja. Man merkt, dass wir lange nicht mehr Portal gespielt haben. Okay. War gerade noch so. Ja, gerade noch so. Den Wirbel brauche ich ja jetzt nicht mehr. Oh, warum haben die nur dieses Ding denn? Das Bildschirm auch auf Tab gelegt. So. Naja. Okay. Okay. Schade, dass wir kein Quicksave haben. Safe Game. So, jetzt großartig. Aber es ist auf jeden Fall ein Portal immer weiter, ne? Also eins dazwischen. Okay. Ach so, du sprichst erst los, wenn zu unten noch schon einfährt. Ja, ich mach's trotzdem mit Countdown. Passt ganz gut so. Das passt schon im Moment irgendwie. Oh. Okay, warte, vielleicht kann ich auch schon hier könntest du wahrscheinlich. Aber ich mach trotzdem einen Counter, weil falls du dann verfehlst, dann geht die Plattform unter dir auf. Ja. So. Okay. Was bringt das jetzt? Ich kann da unten weiter. Ah, okay. So, und du wahrscheinlich auch. Bei dir ist, glaube ich, auch was aufgegangen. Oh, bei dir sind Würfel gefallen. Ah ja. Das war's aufgegangen. Gerade zurück. Ah nein, das ist das. Du läufst, glaube ich, gerade zurück. Ich lauf zurück. Mach dir ein Portal an der Decke und geht dann durch das Portal an der Decke da rein. Oder? Ist das überhaupt zurück? War das bei dir vorher schon so, oder? Ich weiß ja nicht, wie du vorher gelaufen bist. Ich bin zurückgelaufen. Ich weiß es nicht. Glaube ich. Eigentlich schon. Und warte mal, ich gucke nochmal, falls ich habe. Yo. Bin beim Ex. Warte. Ja, stimmt. Du bist zurückgelaufen. Hä, musstest du vorher auch so einen Geschiss machen, um hochzukommen? Nein, der ging hier die Treppe hoch. Durch deinen Scheiß. Dann mach mal ein Portal seitlich an der Wand vom Dingens, vom dem Auflösungsgitter. Und das andere unten. Vielleicht kannst du dann da so schräg rüber jumpen. Du nimmst auch immer dasselbe Portal. Lass so schräg rüberjumpen. Probier das mal. What the fuck? Was ist denn das für eine Kacke? Warte mal, kann ich mich da wieder... Stell ich mal auf den Schalter. Müsste ja irgendwo ein Schalter sein. Ich krieg einen Anfall. Weil dann kann ich mich vielleicht wieder auf den Schalter stellen. Achso, dann komme ich aber nochmal vor. Was soll denn die Kacke? Warte mal, kann ich jetzt da vielleicht irgendwie, wenn ich den Schalter nochmal drücke, der den Wirbel gemacht hat, dir auch, du weißt schon, ne? Ach, jetzt komme ich da auch nochmal gescheit hin. Ob der auch die Treppe macht. Ach du kannst so. Ja trotzdem weiter versuchen, da hochzukommen. Ach. Ah, der macht ja auch die Treppe. Okay. Ah, ja, es macht die Treppe. Ich dachte doch gerade, das kann doch jetzt nicht in Ernst sein. Aber, ach, da kann ich lang jetzt. Gegenüber. Ah, da muss ich nochmal so schräg versuchen. Ja, oder halt mit einem Portal rausdoppeln. Ah, ich bin okay. Drüben. Okay. Die drei Würfel, also ich bin zuerst rein und die drei Würfel da drüben sind dann erst noch runtergefallen. Okay.
Lustigerweise, das wird jetzt wieder ein lustiges Laser. Oh ja, ich sehe schon Laser. Oh, ich habe gerade echt Panik bekommen. Ich dachte, ich komme nicht mehr zurück. Wahrscheinlich hier durch das Ding zuerst. Ja. Ja, da hinter dir ist der Laser, passt schon. Geh rüber mit dem Würfel. Ach, genau, ne, geh mit dem Würfel, den Würfel zuerst und dann da reinlenken mit dem Würfel. Aber vom Ursprungsding, dann brauchst du die Portale noch nicht. Mit denen müssen wir erstmal sparen. Also quasi hier hinstellen und dann mit dem Würfel rüberlenken. Aua. Das geht doch außen rum. So. Und da. Jetzt mache ich vielleicht folgendes. Ich hole mir das Ding so hoch. Ach Gott, ich habe hier auch noch Würfel. Au, 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 au. Au. Ach okay, jetzt habe ich mal, da einen. Lass mich mal gucken. Nee, warte, ich mache das anders. Weil dann kann ich mir nämlich ein Portal sparen, wenn ich erstmal die Würfel umsortiere. Ach komm, nimm den doch auf. So. Und zwar. Ich sollte auch wieder Tab drücken. Hier hin. Ach! Ich drück aber auch immer zuverlässig die falsche Taste, weißt? So. Jetzt, Moment. Jetzt gehe ich darüber. Und buxiere das zu dir da drüben vielleicht. Irgendwie so durch. Ja, muss ich mal testen, ob das so funktioniert. Ah, jetzt das falsche Portal genommen. Ich hab das falsche Portal genommen. Oh, das ist doch sonst meine Aufgabe. Oh, du bist fast. Doch, ja, du bist okay. Dran. Brauchen wir noch irgendwo einen anderen? Ja, hier bei dir. Ja. Bei oh, dir. Mist. Da. Ah, da. Das heißt, ich müsste es vielleicht doch noch ein Stück anders machen. Ich hab da ja noch einen Würfel. Und ich glaube, ich guck mal, ist da bei mir da oben? Und hepp. Und hepp. Ah, nee, ah, dann hier geht, ganz klappt das so nimmer. Und hier oben ist auch noch bei mir einer. Weil wir müssen ja irgendwie da hochkommen zu den Strahlen, beide. Ah ja, ja, und weil ich hier auch noch einen habe. Was, da hinten oder wie? Hier. Ach, hier. Da oben, okay. Wow, wie bist du da hochgekommen? Also wir haben im Prinzip... Also zwei haben wir jetzt noch nicht aktiviert. Ja, spiel dich mal bei dir besser mit den Portalen, genau. Also das rote ein bisschen höher setzen. Das muss im Prinzip mit dem Feld passend sein. Du siehst ja da dieses Wandfeld, wo das reingeht. Ah, jetzt noch das andere halt nehmen. Ich nehme mal den Würfel da weg. Mit dem Feld hier muss das Portal passend sein. Ja, das rote weg, dann kannst du ein Stück nach rechts setzen. Ja, ein Stück hoch links. Vielleicht ein bisschen zoomen, dann geht's genauer. Wo willst du es denn haben? Ich will, dass hier die Mitte ist. Geht's durch? Ja, geht durch. Jetzt. Und dann vielleicht hier in etwa das andere. Dann könntest du durch dein oberes durchgehen. Okay, das rote. Das rote. Nee, okay, dann doch hier. In etwa. Jetzt halt noch entsprechend positionieren, ne? Ja, du musst nach rechts gehen. Mit dem roten. Das war links. Ich habe eine rechts-links-Schwäche. Ach so, okay. So eine leichte. Ja, es ist nur die Frage, wie kriegen wir meinen hier unten noch? Ja, wo ist... Genau. Oh, jetzt ist der hier allerdings hier das oben, ja. Das heißt, wir machen vielleicht eine komplett andere Lösung. Wissen ja, wir. Ich glaube, so kommen wir... Weil du hast auch noch vor allem zwei Würfel übrig. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch noch zwei Würfel. Ich habe auch noch einen übrig. Ha. Ja, dann kommen wir wieder runter. Du
kannst dich ja mal da hinstellen und von dort aus hier so schräg in das Ding reinleiten. Vielleicht geht es dann auch gleich durch meins durch. Ich nutze das Ding so lange als Schutz. Aber weiter nach hinten kommst du nicht. Okay, schade. Nee. Dann... Wie machen wir es denn? Ich meine, gut so. Du könntest meinen holen, aber deinen nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kann nicht... Höchstens, wenn du es durch ein Portal so schräg platzierst. Dass du ein Portal an der Wand machst und ein anderes an der anderen Wand. Weil du hältst ja den Würfel immer vor dich. Weißt du, wie ich meine? Ich muss mich verstecken, sonst brutzelst du mich. Versteck mich. Au! Du brutzelst mich sogar dadurch. Er hättest eher daran gedacht, hier das Rote. Da. In etwa. So nah an die Wand, wie es geht. Und das Gelbe ist egal wo. Das kannst du zum Beispiel hier machen. Irgendwo, wo du halt hinkommst. Und dann kannst du mit dem Würfel durch das gelbe Portal durchzeigen und das vielleicht dann beim roten gescheit platzieren, weißt du, wie ich meine? Geh zum gelben Portal hin. Und, mit dem Würfel. Zeig mit dem Würfel durch das Portal, vielleicht kannst du es dann durch beide durchplatzieren. Weißt du, dass du Würfel durchs Portal zeigst, du zeigst du aber nicht. Lass noch ein Stück nach rechts drehen, geht das? Ne, schade. Ah, ja, perfekt. Und dann jetzt so ablassen. So? Ach, dann ist deine aber Nummer. Naja. Okay, also. Dann müssen wir es komplett anders machen. Vergiss die Lösung. Die Frage ist jetzt... Ich schaue mir das mal von oben an. Wir müssen jetzt überlegen. Wir haben jeweils drei Würfel zur Verfügung. Und wir brauchen, müssen möglichst wenig Portale... wir dürfen wahrscheinlich gar keine Portale auf unserer Seite jeweils brauchen, weil wir ja mit dem Dingens hoch müssen. Wir müssen ja mit den Portalen da hoch zum Schwebeteil. Ach, alles mit Würfeln machen. Oder nee, wir können ein Portal vielleicht kurz wegnehmen, wo der Strahl rein zeigt und da zum Hochgehen und dann wieder hinmachen oder so. Dass wir die von oben neu setzen, ich weiß es nicht. Diese Kammer überfordert mich. Mich auch so ein bisschen. Wir sind auch schon bei 17 Minuten. Hab nichts gemacht. Aber ich will jetzt eigentlich auch ungern kapitulieren. Nee, das, komm, wir hatten schon mal 40 Minuten. Also. Oh, wow. Vielleicht machst du das doch mal so, wie du ursprünglich dachtest, mit dem Portal hier rüber. Dass der Laser da durchgeht und... Mein allererstes und lenkst sozusagen. Dann mit, hier dein, mit der, den Strahl zu meinem durch. Lass ihn einfach durchgehen. Den Würfel da hinten brauchst du nicht dort an der Stelle. Nimm den weg. Ach so, ach. Dann einfach hier in etwa den Würfel dann in Mainz rüberleiten im 90-Grad-Winkel. Es geht nicht durchs Portal. 90 Grad! 90 Grad! Rechter Winkel. Mein doch jetzt. Was? Warte. Quasi so wie diese Dinger hier gehen. Die gehen geradeaus und dann zacken rüber. Das ist 90 Grad Winkel. Nimm dir einfach den Würfel mit. Gar nicht mehr. Und das... Da, du hast den Würfel, du hast den Strahl. Ach so, ich hätte jetzt zuerst erstmal die unteren gemacht und dann Ebene für Ebene den Strahl nach oben lenken wollen. Das war auch jetzt mehr Zufall. Weil das wäre ja Blödsinn, wenn wir dann die Ebenen hin und her machen, denke ich. Da hast du ihn. Mach den roten dahin. Den roten, dass das durch das Ding durchgeht. Ja, hat gerade fast gepasst. Jetzt, Hitler. Genau. Und jetzt nimm den Würfel. Au. Hier. Sorry. Mit. Und leite es dann hier rüber in das Ding rein. So. Und jetzt mache ich bei mir vielleicht so. Er bist da. Wieso kommt denn der jetzt so schräg raus? Hä? Warte, du hast meins aktiviert. Ja, aber wieso kommt der schräg raus? Der geht gerade... Ach so, weil da oben ein Würfel ist. Ist doch egal, nein, du hast meins aktiviert. Guck mal, meine liegen genau auf einer Ebene. Nahezu. Wenn ich das richtig setze... Ja, da hinten liegt auch noch ein Würfel. Au. Geh mal da weg. So. Ich kann so nicht arbeiten. Ja, ich sowieso schon nicht.
So. Upsala. 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 Au. Mhm. Ein Stück rüber noch. So, jetzt habe ich nämlich beide mit einem Ding aktiviert. Also fehlt noch meine zwei, ja, hier. Vielleicht muss ich es dir rüberbringen. Warte mal, ich muss jetzt erstmal nach da drüben wiederkommen. Toll. Das Lilane kann ich ja nachher von unten neu setzen. Ich nehme mal die Würfel mit, weil die habe ich ja hier drüben bei mir nicht gebraucht. Hä, ich habe jetzt keinen einzigen Würfel gebraucht. Kann das so stimmen? Egal. Aber jetzt hast du die ja wieder... Ja, damit ich rüberkomme. Ach so. Ich kann ja das Portal jetzt wieder entsprechend setzen. Man muss nur halt gucken, dass ich es entsprechend erwisch. Das ist zu weit drüben. Jetzt geht es wieder durch beide durch. So. Und dann... Ach komm. Ah, da war es gerade. Ja, ich muss halt gucken, dass du auch eine Wand erwischen kannst damit. So. Ja. So, und jetzt kannst du mal bei dir nach oben. Ach, du musst dann dir nach und dir von oben die Portale neu setzen. Ist ja wurscht. Achso, du hast das dann nur... Und jetzt das rote weiter nach unten setzen. Ist gerade... Das geht ja gar nicht, weil dann... Ich wollte gerade sagen, meine Portale, aber warte, ich kann die doch... Ja, aber dann kommen wir mit dem Laser nicht hoch. Das ist schon ganz schön knifflig. Wir müssen es vielleicht anders machen, dass du das rote Portal an die Decke setzt. Und zwar in etwa hier, wo es durch den Strahl durchgeht. So, vielleicht noch ein Stück nach drüben... Also nicht so, dass es direkt in das Ding zeigt, sondern so, dass du einen Würfel drunter stellen kannst. Und dann musst du mit einem Würfel hoch und das rüber lenken. Wir müssen von oben nach unten arbeiten. Nimm dir mal einen Würfel hoch. Oder hast du da schon... Ah, okay. Ich hab schon einen hier oben. Nicht direkt rein. Ich hab mir extra einen mitgenommen. Stell den Würfel circa auf die Kante von diesen Punkten. So, dass der von der Kante der Punkte dann quasi rüber zeigt. Andere Richtung. Ja, genau, so in etwa. Und jetzt, den Würfel... Das Portal mal so lassen. Den Würfel jetzt nehmen. Aha. Und jetzt nach links auf meine Wand zielen. Durch das Ding durch. Ja, weiter. Jetzt, das Portal kannst du da noch ein Stück rüber platzieren. Einfach mal auf die Kante stellen den Würfel. So, dass er... Ja, kannst du das noch ein Stück gerader machen? Welches ist das Portal? Das rote Portal, oder? Dass es ein Stück nach links geht von dir aus. So, und jetzt mal runter. Weißt genau, so? Und jetzt durchzeigen. Einfach, dass der Strahl ein bisschen gerade ist, weiß ich nicht mehr. Nein. Genau. So? Weil je schiefer wir ihn jetzt schon am Anfang kriegen, desto ungünstiger wird es nachher mit dem ganzen Platzieren. Okay. So. Okay, ich habe meine zu dir entsprechend drüber geschossen. Dann kannst du jetzt runterkommen. Dort ein Portal machen und versuchen, dein Unterstes noch zu erwischen mit, Ach so, geht ja nicht. Nee, du musst den Würfel noch mal zu... Das kann aber auch nicht sein. Ich muss genauso arbeiten. Mach die Portale für wie vorher. Ich muss genauso arbeiten, dass ich den Strahl nach unten kommen lassen, wahrscheinlich. Ach, der meint... Aua! Warte, ich hab's gerade. Hä, aber bis ganz unterste Ebene kommen. Das ralle ich noch nicht so ganz. Aber Hauptsache, ich war gerade im Wirbel drin. Ja, aber ich ralle immer noch nicht so ganz, wie man die Portale noch ganz unten bekommen sollen. Den Laser, weißt? Mhm. Ich meine, klar, wir könnten es jetzt natürlich schräg machen und dann mit... Nee, aber das ist auch Schwachsinn. Wie soll denn das gehen? Und ich habe hier an der Wand auch noch eins. What the fuck? Sehe ich erst. Ich kann nicht mehr. Was ist das? Was ist das? Und ich habe eben das Gefühl, ich bin heute echt nicht geistig für Portal gemacht. Aber ich gerade auch nicht. Also ich weiß nicht, ob wir da jetzt wirklich unsere erste Kammer machen sollen, wo wir kapitulieren, aber ich bin gerade echt planlos. Ja, es wäre traurig. Ja, aber ganz ehrlich, unser Problem ist doch einfach, jeder von uns hat nur zwei Portale zur Verfügung. So, dann können wir von der untersten auf die mittlere Ebene und von der mittleren auf die obere... Ne, wir können...
Wir müssen doch unten anfangen, weil auf der untersten der Strahl rauskommt wahrscheinlich. Das Problem ist, bei mir kommt hier gerade nicht mal irgendwie was in den Kopf rein. Ja, ich habe jetzt eine Vermutung. Soll ich hier nochmal alles auflösen? Ja, löse nochmal alles auf. Die Idee, dann nehme ich den auch noch oben mal. Anzufangen war doch Blödsinn. Wir müssen unten anfangen. Oh. Wir müssen erst unten, wir müssen erst unten alle aktivieren, weil unten der Strahl rauskommt. Okay. So, und dann können wir auf die mittlere Ebene gehen, auf deiner oder auf meiner Seite, und auf der jeweils anderen dann auf die oberste. Verstehst du? Okay. Nein, aber wir haben ja nur jeweils zwei Portale. Das heißt, jeder von uns kann nur eine Ebene wechseln. Ja. Das heißt, wir müssen in der Ebene anfangen, in der Laser schon ist. Okay. Und wir dürfen jetzt für diese unterste Ebene keine Portale verwenden, um alle Dinger zu bekommen. Okay. Das ist jetzt halt ungünstig. Das heißt, das Gelbe dort und das Rote hier drüben, um diesen hier zu bekommen, diesen hier, ist Schwachsinn. Ja, dann habe ich meine Portale schon weg. Ja, dann hättest du nämlich deine schon weg und wir brauchen die für den Ebenenwechsel. Mhm. Also müssen wir jetzt zusehen, dass wir da dein unteres... Ja. Kannst du das ein bisschen vielleicht von hier aus mit dem Würfel machen, dass der ein bisschen schräger kommt? Durch das Ding durch. So. Ja. Oh! Zum... Du kannst ja mal dein gelbes Portal da irgendwie wegmachen. Ja, ich war kurzzeitig im Wirf. Ich habe das jetzt aber auch nicht vermutet. Ich verstecke mich mal hinter der Ecke da. Ist es durch? Jetzt ist es durch. Okay, lass das so. Ja. Weil dann kann ich meins hier wieder gerade biegen. Mhm. Wir haben alle unten abgehandelt. Oder gibt es noch unten welche bei dir? Ich glaube, das ist nur das eine. Okay. Ja, und dann habe ich jetzt noch zwei. Dann brauche ich jetzt nämlich den Ebenenwechsel in die Mitte. So. Hey, ich bin schon durch beide durch. Geil. Jetzt sollte ich nur noch das Portal durchkommen. Ich muss mal kurz rüber. Ja. Weil ich brauche drüben Würfel. Ja. Wie der Cube wieder in dir steckt. Ja, das mag sein. So, jetzt ins Lila hier hin. Ja, passt. Und dann muss ich es jetzt zu dir lenken, wahrscheinlich auch schräg. Upsi. Dann haben wir deine mittlere Ebene abgehakt und du musst dann vom Schrägen aus nach oben. Geh erstmal mit einem Cube nach oben. Genau. Jetzt sieht das Ganze doch schon ein bisschen professioneller aus. So. Stell den Cube mal irgendwo in die Ecke. So, und jetzt musst du deine Portale entsprechend setzen, dass du durch das Dingens da durchkommst, oder zumindest den Laser bei dir oben hast. Du hast ja noch einen Cube zur Verfügung. Du musst jetzt versuchen, mit einem Cube das Ding durch deinen und in diesen hier reinzulenken. In welchen? Durch diesen, der bei dir ist, und in diesen hier rein. In beide, beiden, ne? Mit einem Cube. Du musst dir erstmal den Laser holen und dann beide noch gleichzeitig durch. Nee, andere Wand. Genau. Und jetzt ein Stück rüber und runter noch. Also quasi da platzieren. Ach, da, dann da. So weit unten wie möglich. Ich hatte mich eben gerade gar nicht gesehen, deswegen war ich gerade. Genau so, ja, das vorige war gut. Ein Stück runter vielleicht, damit du es mit dem Cube packen kannst. So. Und jetzt rüber lenken mit dem Cube in dieses Zieldingens rein. Perfekt. Perfekt. Kannst du es so abstellen? Perfekt. Jetzt müssten wir durch alle durch sein. Ja, da sind die Dinger sind offen. Doch mal rein. Die Luken. Oh my goodness. Gut, dass mir das gekommen ist, dass wir unten anfangen müssen, weil wir jeder nur einen Ebenenwechsel haben. Das war der Knackpunkt. Das war der Knackpunkt. Wie viel haben wir jetzt? Halbe Stunde. Ja. Mal gucken, ob es dir noch weitergeht, aber ich denke mal fast, wir sind schon... Ich bin jetzt in dem Moment gerade froh, dass ich inzwischen eine schnelle Leitung habe. noch ein Würfel. Würfel. Noch ein Schalter. Das bringt jetzt was. Oh, hi! Oh, hi! Mann! Oh my goodness! Aber, ich dachte, du musst erstmal hier... Oh. Da. Mann, wir haben es gelöst.
Oh mein Gott, das hat mir aber auch echt nicht gefallen, wenn wir die Kammer abgebrochen. Ja, hätte mir auch nicht gefallen, aber wir haben es gelöst. Aber die war gut, die war gut. War was anderes. Ja, die war sehr gut. Ich habe zwar echt überhaupt keinen Peil da gehabt, aber... Du musst immer versuchen, die Knackpunkte rauszusuchen. Und der Knackpunkt war eben dieser Ebenenwechsel. Dann kommst du bei solchen Rätseln auf die Lösung. Ich fand das... War echt... Ja, war es auch. Aber es war halt eine Denkweise, wie du es bei Portal bisher noch nie hattest. Also mir hat es gut gefallen. Man muss ja halt umdenken. Ja, ich habe auch... Auf jeden Fall einen Daumen hoch. Oh ja. Und eine halbe Stunde ist ja noch human. Gut, aber dann würde ich sagen, war es das für diesen Part. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, hoffen, ihr hattet Spaß am Part. Schaut beim jeweils anderen mal vorbei, je nachdem, wo ihr gerade schaut. Und ja, dann würde ich sagen, sieht man sich das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute. Tschüss.